Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind wieder bei König Ragena von Italien, der allmählich sein Reich doch im Griff hat. Die ersten Jahre waren vielleicht ein wenig holprig, doch mittlerweile ist er so sehr gefürchtet, dass die meisten seiner Vasallen nicht mehr aufmucken werden. Unter anderem hat er es auch fertiggebracht, die Lehnsautorität durchzusetzen, dass sie etwas höher ist. Jetzt auch Titel aberkennen, hat er auch gleich gemacht und einige renitente Vasallen auf diese Art und Weise bestraft. Und jetzt gibt es noch so ein paar Themen, zum Beispiel muss unsere Schwester nun wirklich mal verheiratet werden, zu Bündniszwecken. Und da gibt es tatsächlich einen, der ist ein bisschen jünger als sie, zugegeben, aber es würde zu einem Bündnis mit dem Graf Gerhard von Hohenau führen, der nicht wenig Titel hat für einen Grafen und uns auch eine angemessene Anzahl an Truppen noch zusätzlich bringen würde. Mit dem werde ich also dieses Bündnis, also diese Heirat arrangieren. Und das ist aber nicht die, die ich meinte. Das ist meine Cousine, aber mit der geht es auch. Wird es auch zu einem Bündnis? Nein, ne? Jetzt bin ich verwundert. Ach so, natürlich. Daran liegt's. So. So sieht es schon besser aus. Das gibt 800. Den Vorschlag werden wir abschicken. Matrilinear geht nicht. Logischerweise, weil er der Erbe ist. Und für unsere Cousine, die nun mittlerweile auch 16 ist, ist ein Bastard, habe ich auch passende Partien. Es gibt hier einmal Vittore Supponidi. Er hat allerdings Ansprüche auf die Herzogtümer, die wir beanspruchen. Allerdings eben auch auf die Grafschaft Pula und Ferrara. Da bin ich tatsächlich ein bisschen am Überlegen, ob wir das machen sollten. Und es gibt ihn relativ unbedeutend, ehrlich gesagt. Ist aber immerhin ein Enkel des Herzogs von Tirol, auch wenn ihm das keine Einsprüche bringt. Aber ich bin doch versucht, eher ihn zu nehmen. Mit unserer Cousine. Führt zu keinem Bündnis. Ach, die sind verwandt? Moment, dann müssen wir doch den anderen nochmal ausprobieren. Ja, das sieht schon besser aus. Gut, Plan geändert. Dann ist sie jetzt mit dem von Innsbruck verheiratet. Matrilinear geht nicht. Kein Problem. Dann können die hier auch wieder weg. So. Dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt, ob wir jetzt wirklich die Kultur wechseln oder nicht. Weil der Punkt ist, die fränkische Kultur ist ja schon etwas fortgeschrittener und da haben wir eben diese Plenarversammlung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es, wenn wir zur Cisalpinischen Kultur wechseln, die ja das noch nicht hat, ob wir dann immer noch die hohe Lehnsautorität haben. Das ist so ein bisschen eine Frage, die ich mir stelle. Trotzdem würde ich es gerne machen, weil die auch bald diesen weiteren Kriegsgrund haben mit der de jure Grafschaft und das würde uns hier doch sehr helfen, denke ich. Das dauert auch nur noch 3 Jahre. Im Moment ist Herzog Corrado von Savoyen das Kulturoberhaupt. Das liegt daran, dass er am meisten fränkische Grafschaften hält. Wir natürlich keine. Aber bei den Cisalpinen hätten wir das. Also, er hat cisalpinische Grafschaften, so rum. Der jetzige vom fränkischen Kulturoberhaupt, der hat fränkische natürlich. So rum. So, dann gibt's noch ein Thema. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Und zwar, unser Haus wird ja derzeit von einem Gast in Milau, der ist landlos. Der 12-jährige Unruhoch, der ist derzeit das Hausoberhaupt und das Dynastieoberhaupt von den Unruhochringern. Und tatsächlich sind mittlerweile wir der Nachfolger darauf. Und ich denke, wir sind schon machtgierig genug, dass wir versuchen werden, uns das schneller anzueignen.
Deswegen werden wir jetzt versuchen, ihn zu ermorden. Das sind doch gleich ein paar beigetreten. Dynastiemorde sind natürlich immer so eine Sache, aber er ist auch mittlerweile hinreichend weit von uns entfernt, was die familiären Bande angeht. Das dürfte schon funktionieren. Wir können mit unserem Bruder ein Bündnis aushandeln. Das werden wir direkt mal machen. Dann kann er uns auch nicht weiter ärgern. Ja, wir sind immer noch der Erste in der Rangfolge für Ravensburg. Allerdings wahrscheinlich nicht mehr lange, denn die gute Frau ist schwanger. Allerdings auch krank, aber sie ist schwanger. Und egal, was für ein Kind dabei rauskommt, das wird auf jeden Fall Ravensburg erben. Das ist jetzt einfach so. So, da haben wir das Bündnis. Genau, das ist das Bündnis wegen unserer Schwester noch. Die ist also auch weg. Also noch nicht, aber die ist jetzt erneut verlobt und ich denke, diesmal können wir das Ganze auch durchziehen. Das sollte kein Problem sein. Übrigens sieht man jetzt auch bei den Vasallen, dass die alle etwas eingeschüchtert sind. Sieht man in dieser kleinen Peitsche. Sie ist wenigstens verschreckt. Also denke ich, ist es relativ safe, dass die uns so bald nicht mehr nerven werden. Was verlieren wir denn hier? Van Appa hält Brescia und Mantua und das geht an die Herzogin Isabella von Spoleto. Ja. Was sieht denn bei ihr aus? Ja, das ist alles in dem falschen Reich sozusagen. Und die wird auch nicht mehr Kinder bekommen. Sie ist 62. Ja, daraus wird nichts. Was schade ist. Aber so ist es halt manchmal. Da müssen wir uns im Zweifel das hier auch noch wieder zurückholen. Ja, um die Kultur zu wechseln, brauchen wir sehr viel Prestige. Das haben wir natürlich gerade ausgegeben. Und ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Neo hat inkompetente Steuereintreiber. Ja, das ist auch so ein Problem. Wir haben in all unseren Grafschaften nicht die volle Kontrolle. Übermäßig redselig, obgleich die Fähigkeit von Amelie, Freunde zu gewinnen, sich für mein Komplott als unerlässlich erwiesen hat, ist sie nicht ganz so vorsichtig in Gesellschaft anderer, wie sie sein soll. Es gefällt ihr einfach zu gut, vage Hinweise fallen zu lassen, und falls jemand anfinge, Fragen zu stellen, weiß ich nicht, was sie so alles ausplaudern würde. Aha. Die Frau ist wohl nicht so clever. Wir können sie entweder dabei behalten. Das ist eine Ränkespielherausforderung für sie. Das dürfte ihr schwer sein fallen, denn sie hat eine 5. Oder aber wir sagen, sie behält absolute Sp Stillschweigen, Komplottstärke minus 5. Ich glaube, wir können uns das nicht leisten, dass sie da was ausplaudert. Ja. Ein Problem. So, er kann uns immer noch nicht leiden, aber ich denke, das wird sich dann irgendwann erübrigen. Das mit den Ränkespielen ist natürlich auch immer so eine Sache. Es kann auch mal sein, dass jemand von meinen Machenschaften Wind bekommt und dann, dass er mich dann versucht zu erpressen. Das kann natürlich passieren. Da müssen wir dann also auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen versuche ich immer, eine möglichst hohe Chance zu haben. Und deswegen habe ich auch unseren Onkel bisher nicht versucht zu ermorden. Übrigens ist, aha, da hat er seine Elisa Unruhochinger. Ja. Übrigens ist mir auch noch was aufgefallen. Was war denn das? Irgendeiner von denen hatte
da ein Bündnis. Das war mit unserem Prinz Waldgaut. Ja, der hat nämlich seine Tochter Rigund mit dem Graf Gerhard von Paduan verlobt. Die sind beide aus dem Haus Unruhochinger. Das dürfte also Inzest sein. Das ist, glaube ich, sind, glaube ich, Cousins. Das könnte also auch schief gehen. Ja. Kann sein, dass da ziemliche Nulpen rauskommen. Muss aber nicht. 7 von 10, 8 von 10. Okay, das geht hier auch vorwärts. Ja, es wird jetzt natürlich hier mehr Ränkespiel erstmal sein. Wir haben immer noch wenig Ritter, da können wir nichts dran ändern ohne Prestige. Prestige ist ja wirklich ein kleines Problem bei uns. Ja, Titel können geschaffen werden, wenn wir so viel Geld dafür hätten. Aha, die Prachtstufe der Unruhochinger wurde erhöht. Eieiei. Moment. Ein kaum genutzter Pfad. Ja, der wird wieder im Wald verunglücken. Ein Kind ermorden. Wollt ihr das wirklich tun? Ja. So, das hat funktioniert. Das gibt für uns ein bisschen Anspannung, weil wir eben ein Verwandter ist, offenbar. Aber wir sind das neue Dynastieoberhaupt. Dieses Ziel hat also schon mal funktioniert. Anspannung geht eigentlich. Ist in Ordnung. Jetzt schauen wir mal hier rein. So, bemerkenswert sind wir. Wir müssen mal die Vermächtnisse anschauen. Derzeit haben wir das Vermächtnis größtenteils gerecht. Volksmeinung plus 5. Naja, das ist nämlich unser Ding. Bessere Gäste. Aha. Neue gute vererbliche Eigenschaften. Unheilvoller Ruf. Schreckenszuwachs. Oder Haus von Kriegern. Auch nicht schlecht. Ja, also da gibt es tolle Sachen. Im Moment gibt es hier noch nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben immer noch das Kreuzzüglerhaus bis 938. Ja. Es ist ein bemerkenswerter Gast eingetroffen. Unsere Königin ist schon wieder schwanger. Der Ratsmarschall verdient Respekt. Plus 50 Volksmeinung. Sehr gut. Aha. Wie sieht es jetzt eigentlich hier aus? Ja, viel ist es nicht mehr. Die Volksmeinung ist super. Bald sollten wir das haben. Prestige wird langsam besser. Plus 3,8 jetzt. Das hat sich, glaube ich, weiß gar nicht, warum sich das jetzt verbessert hat. Woher kommt das? Ach, weil wir das Dynastieoberhaupt und das Hausoberhaupt sind, bekommen wir mehr Prestige. Das ist schon mal gut. Feuereifrige Dynastie, feste Hand, plus 28. Was heißt das? Ah, monatliches Prestige pro Schrecken. Hatte ich das? Woher hatte ich denn das? Ach, hier. Ja. Ich hatte hier mal Diplomatie anscheinend vorher. Okay. Architektonische Expertise. Das macht sie noch mal ein bisschen besser in Verwaltung. Hilft uns natürlich indirekt auch immer ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.
Da wir immer noch die Bundteilung haben, bin ich versucht zu hoffen, dass es eher ein Mädchen wird, auch wenn zweiter Sohn sicherlich nicht verkehrt ist. Kleines Backup. Aha, er hat auch eine bessere Meinung von uns. Bewundert mein Ratsmitglied. Das ist cool. Verloren in Gedanken. Mein Sohn und Erbe Unruhoch ist ein ungewöhnlich ruhiges Kind. Wenn die anderen ihre wilden Spiele spielen, zieht sich Unruhoch oft in eine stille Ecke zurück. Er redet nicht viel, doch man spürt, dass er ständig über etwas nachdenkt. Er wird nachdenklich. Verwaltung und Bildung ist also sein Ding. Udes 3. Aber das ist ja eigentlich nicht schlecht. Ach, wir haben einen zweiten Sohn. Den könnten wir tatsächlich mal nach uns benennen, denke ich. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Prinz Ragena von Italien. Und unsere Schwester kann endlich heiraten. Hat sie jetzt anscheinend auch direkt. Krankes Kindbett. Alle Kinder weinen, doch bei Ragena hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meine Sorgen lindert, aber ihre in Falten gelegte Stirn macht alles nur noch schlimmer. Der kleine Fürst nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt sein Leben in Gottes Hand. Ein kränkliches Kind. Schwerer Malus auf die Gesundheit. Beruhige dich doch, Ragena, bitte hör auf zu weinen. Ja, es wäre vielleicht gut, wenn wir mal einen Hofarzt hätten. Ich hatte auch schon mal am Hof geschaut. Moment. Schauen hier nochmal. Moment, wir können jetzt erstmal bei unseren Gästen vorbeigucken. Vielleicht ist da jemand Passendes. Nicht, dass wir hier wieder einen übersehen. Aber es sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Wäre ein guter Ränkeschmied. Aber wir müssten ihr 55 zahlen, dass sie überhaupt mal an den Hof kommt. Nein. Welches Herzogtum hat er denn in Anspruch? Oh, der hat auf ganz viele Sachen hier in Anspruch. Ja, spanische Sachen. Nee. Nee, wir haben im Moment leider keinen passenden Arzt am Hof. Daher werden wir jetzt mal hier einen suchen. Das wird natürlich wieder ein bisschen Geld kosten. Aber manchmal muss das auch sein. Cousine Adele. Okay. Zwei Möglichkeiten. Gräfin Adelmonde von Toulouse. Eine Gräfin. Das finde ich jetzt irgendwie komisch. Eine Gräfin. Sie wäre eifrig. Sie ist ein Folterer. Ach herrje. Besessen. Eine Gräfin von Toulouse? Irgendwie, nee, das finde ich eigenartig. Ich finde eigentlich beide nicht gut. Dann müssen wir das nochmal verschieben. Können wir nächstes Jahr nochmal probieren? Nee. Aha, ein Vorzug ist verfügbar. Ja, feindseliges Komplott, Erfolgschance, das finde ich auch gut. Ja. Vielleicht machen wir erstmal das hier. So, sein Haupterbe ist der Graf von Grüningen, der mittlerweile auch einen Sohn hat. Ja, das war diese Geschichte. Da scheint jetzt aber nichts Schlimmes mit passiert zu sein. Naja, also fürs Erste, oh, sie ist schon wieder schwanger. Fürs Erste müssen wir, denke ich, nicht unbedingt alle möglichen Leute umbringen. Wir haben jetzt auch erstmal also volle Domäne, das müssen wir ja nicht übertreiben, ne? So.
Wie sieht's denn aus? Prestige, ja, könnte mehr sein. Können wir irgendwas dafür tun? Klar, wir könnten ein Fest mal veranstalten. Aber das kostet 200 und mit unseren Finanzen sieht es ja noch nicht so rosig aus. Was ist denn jetzt passiert? Wissensaustausch. Graf Rorgon kam mit zu mir mit der Behauptung, er habe herausgefunden, was denn? Er bot mir an, alles zu erzählen, was er weiß, einschließlich aller Namen und Beweise im Tausch gegen einen Gefallen, der später eingelöst werden soll. Ist ein Vasall im Königreich Westfranken. Ja, aber wir sind, glaube ich, neugierig. Wir wollen das wissen. Geheimnisse. Nachdem ich die Dokumente durchforstet habe, die ich von Graf Rorgon erhielt, ist mir klar, dass ich wurde hintergangen. Oh, umstrittene Abstammung. Oh. Kann das wirklich sein? Wurde Unruhe auch gezeugt von meinem Ratskanzler, Fürstbischof Clodion und nicht von mir? Soll ich weinen, schreien, bestrafen, verzeihen? Unruhe wird weiterhin als mein wahres Kind gelten, aber ich kann die Beweise nicht leugnen. Muss nachdenken. Eieieiei, unsere Frau hat uns wohl betrogen. Das ist natürlich ein Ding. Was heißt das, wenn wir es aufdecken? Umstrittene Abstammung? Können wir uns wahrscheinlich von ihr scheiden lassen, aber Werner gilt weiterhin als unser Erbe. Das gefällt uns natürlich gar nicht. Der ist kränklich. Wenn wir das aufdecken, können wir uns dann von ihr scheiden lassen? Ja, die Frage ist, ich meine, wir haben jetzt halt ein Bündnis auch dadurch. Das würden wir verlieren in dem Moment. Aber eine untreue Ehegattin? Nein, das wird aufgedeckt. Ich habe der Öffentlichkeit bewiesen, dass Unruhe auch nicht von mir ist. Tatsächlich ist mein Ratskanzler Fürstbischof Clodion sein wahrer Vater. Die Ungewissheit wird bleiben, denn da wir unmöglich die Wahrheit in Erfahrung bringen können, werden sich um seine wahre Abstammung für immer Gerüchte ranken. Und das ist auch besser so. Sie gilt jetzt als Ehebrechner. So, können wir uns jetzt von ihr scheiden lassen? Moment. Nee, können wir anscheinend gar nicht. Können sie aber einkerkern. Könnte gelingen. Können ihn enterben, aber das ist noch die Frage, ob wir das wirklich machen. Feindselig, Druckmittel fingieren. Warum kann ich mich denn von ihr nicht scheiden lassen? Ihr Scheidung ersuchen. Wir haben nicht 100 Pietät. Ach, herrje. Er wird doch nicht annehmen, weil er uns nicht mag. Und wir sündhafte Eigenschaften haben. Auf jeden Fall sollten wir mal überlegen, ob unser Ratsspitzel nicht vielleicht mal an unserem Hof ein bisschen rumspionieren sollte, ob unsere Gattin immer noch eine Affäre unterhält. Ah, die können Schwärme haben. Das ist ja lustig. So, wir haben 200 Gold. Eigentlich würde ich ja gerne mal unsere Grafschaft ausbauen, aber wir haben hier unkooperative Zünfte in unserer Hauptstadt. Und das heißt, dass das alles ein bisschen zu teuer ist. Und das passt mir natürlich gar nicht. So, sie kann uns noch weniger leiden. Naja, vielleicht hätten wir damit auch ein bisschen warten können.
Mit der Aufdeckung des Geheimnisses. Ja. Ja, der ist immer noch ein Ding. Prahlerei. Diesen Morgen hatte ich eine herrliche Begegnung mit einem bezaubernden jungen Mitglied meiner Dienerschaft. Wir scherzten, wir lachten, wir gingen frohen Herzens auseinander und nur weil ich mir Mühe gegeben hatte, netter zu sein. Vielleicht könnte ich dieses kokette Selbstbewusstsein ja für mehr einsetzen, als nur für meine persönlichen Angelegenheiten. Ich könnte den Leuten wohl ein wenig häufiger in die Augen schauen. Taktisch kokett macht die Anziehungsmeinung höher, aber die Meinung der Höflinge minus 15. Eine längere Berührung entzückt die Seele. Macht die Anziehungsmeinung höher, aber die Höflinge finden es immer noch schlecht. Mein Blick kann sogar Steine bezaubern. Macht plus 50 Anziehungsmeinung. Und meine Höflinge mögen mich noch weniger. Oder wir sagen, das ist alles unsere Würde. Naja, also ich meine, wir sind liederlich. Tja, was machen wir? Wir sind ja nun nicht gerade lüstern oder so. Wir sind relativ gefühllos. Gefühllos, zynisch, hinterlistig. Nein, das ist alles unter unserer Würde. Das wollen wir alles nicht. Es gibt eine Fraktion gegen uns. Graf Gaukelm von Grüningen. Der hat eine Freiheitsfraktion geschaffen. Der hat wohl nicht genug Angst vor mir. Wir können jetzt ein weiteres starkes Druckmittel bekommen. Königin Adalperga. Sie hat kein weiteres Geheimnis gefunden. Na, die ist ja. Okay. Naja, wir machen erstmal sollen sie unsere Meinung verbessern. Wir lassen sie wissen, dass wir noch viel mehr über sie an schlimmen Sachen rausfinden könnten. Ja, so. Es ist schon wieder Zeit, die Folge zu beenden, sehe ich gerade. Und das mache ich deswegen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.